So, da sind wir schon wieder, nämlich mit der nächsten Aufgabe. Belebe ein Teammitglied in verschiedenen Matches wieder, nämlich dreimal. Und denkt dran, in verschiedenen Matches. Heißt, ihr müsst drei Runden definitiv spielen. So, dann kurz in eigener Sache. Ihr seht ja, ich habe unten jetzt den Creator Code stehen. Wenn ihr den eintragen würdet, wäre natürlich super nice von euch. Unterstützt mich. Und natürlich die komplette Community, weil ich habe ja gesagt, ich gebe euch was zurück. Und in dem Fall anhand von Skins. Nämlich das Ganze findet dann morgen um 18 Uhr statt im Livestream. So, vorweg, bitte eine Freundschaftsanfrage schicken an YouTube-FamilyHack. So, damit wir schon mal befreundet sind und ich euch nämlich dann die Skins auch schenken kann. Weil ich gehe kurz mal in den Shop rein, ich zeige euch das Ganze mal als Geschenk kaufen. Ihr seht. Ich kann zum Beispiel dem Brian erst in 2 Tagen was schenken. Deshalb sollten wir vorher bitte befreundet sein. Ist nur zum Besten für dich, weil desto schneller kannst du dir deinen Skin aussuchen. Sollte morgen quasi jemand gewinnen, mit dem ich noch nicht lang genug befreundet sein, dann müssen wir das verschieben bis auf den Tag X, sage ich jetzt mal, und dann kriegt er einen anderen Skin, weil der aus dem aktuellen Shop ist dann leider nicht mehr möglich. Deshalb gerne Freundesanfrage schicken, schadet euch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal zur Aufgabe. Mit dabei habe ich meinen Sohn. Hi. Hi. So, wir gehen direkt in Teams rein. Duos haben wir eben probiert, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Angeblich ist dieser Modus nicht verfügbar. Jetzt hoffen wir, dass wir das Ganze im Team hinkriegen. Und die Aufgabe ist eigentlich ziemlich einfach zu machen. Nämlich, ihr geht dreimal in eine Runde rein. Der eine baut sich hoch auf eine Rampe, springt runter, ist genockt und dann hebt ihr ihn wieder auf. Das Ganze macht ihr halt gegenseitig einmal und so habt ihr nämlich beide gleichzeitig die Runde erledigt. Wenn ihr Spielpartner sucht, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wird sich bestimmt der ein oder andere finden, mit dem ihr das zusammen machen könnt. Weil wir wissen ja, manche spielen halt wirklich fast nur solo und nicht wirklich mit anderen. So, da warten wir mal, bis wir hier in die Runde reinkommen. Und dann natürlich ein Dank an alle, die schon donated haben und. Also ich kann immer wieder nur sagen, es macht echt Spaß mit euch. Auch die Custom Games und so. Wir haben das Ganze jetzt mal heute Morgen dann im Livestream ausprobiert. Wir waren insgesamt, die meiste Zahl waren 16 Leute. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine komplette Lobby hin. So, ich würde sagen, wir fliegen direkt hier ganz rüber. So, dass da kein Mensch landet. Wie gesagt, sucht euch halt ein Fleckchen, wo ihr ziemlich alleine seid. Nicht gerade in Pleasant Park oder so, da wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ihr braucht eigentlich auch nicht darauf Krampf drauf zu gehen. Aber wir wollen natürlich die Aufgaben so schnell wie möglich erledigen. Aus dem Grund machen wir das jetzt so. So, wir fliegen mal hier rüber. Du hast die Aufgabe noch gar nicht, gell? Ne. So, gerade mal hier landen. Ich hoffe, es kommt keiner mit. Aber dürft ihr eigentlich nicht. Zurzeit ist hier keine Aufgabe, von daher müsste das eigentlich easy machbar sein. So, gerade den Baum abbauen. Noch ein bisschen Stein. Zack, zack. Machen wir das Ganze hier vom Haus aus. Kommst du dann hier hoch? Gerade gucken. Müsste reichen. Hier aufs Haus. Dann die Rampe hoch und dann runterspringen. So, mein Sohn geht jetzt hoch. Wie gesagt, springt runter. Zack. Einmal aufheben. Wäre nett, wenn du dich nicht bewegst. So, kurz warten. Ja, Liebe geht raus an der Stelle. So, und zack, haben wir das erste von drei. Wir können aus der Runde schon wieder raus. Zack. Dann machen wir das Ganze nämlich noch zweimal dann und dann haben wir die Aufgabe auch schon gelöst. Aber das muss ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Wie gesagt, so machen wir das halt jetzt. Wenn ihr einen sucht, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr werdet sicherlich einen finden. Oder dann halt später, wenn ich heute noch einen Livestream mache, aber ich denke mal, die Aufgaben sind nicht so schwer heute, dann im Livestream einfach mal fragen, ob einer einem helfen kann. Bis jetzt kriegen wir da alle Aufgaben hin.
Und dann würde ich sagen, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Creator Code eintragen, morgen im Stream dabei sein. Mit etwas Glück gewinnst du dann schon den nächsten Skin. Und dann würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben.